Windows sollte regelmäßig defragmentiert werden. Das gilt wahrscheinlich auch für alle anderen Betriebssysteme. Bei Windows 7 kann man die Defragmentierung planen. Bei Windows XP kann man das auch, ist aber etwas komplizierter. Deshalb möchte ich es hier mal zeigen. Und auch noch so einen kleinen Trick, der eigentlich nur von kommerziellen Programmen in der Richtung bekannt ist. Geht aber auch alles mit Windows-Bordmitteln. Ja, also als erstes navigieren wir mal zu einem beliebigen Ort. Ich nehme jetzt hier mal eigene Dateien. Machen dann ins Freie einen Rechtsklick, gehen auf Neu und legen eine Verknüpfung an. Und jetzt startet hier so ein Assistent. Und hier geben wir gleich unseren Befehl ein, und zwar defrag. Na, ist natürlich verschrieben. So, und jetzt kommt der Buchstabe vom Laufwerk und ein Doppelpunkt dahinter. Also wir wollen hier das Systemlaufwerk C defragmentieren, also einfach C. Dann gehen wir hier auf Weiter. Den Namen der Verknüpfung können wir einfach nennen, wie wir wollen, defrag C oder sowas. Und fertigstellen. So, das war jetzt Schritt 1. Und ja, als nächstes gehen wir dann auf Start, alle Programme, Zubehör, Systemprogramme und da dann letztendlich auf geplante Tasks. Und gehen hier oben dann auf geplanten Task hinzufügen. Den Assistenten gehen wir auch durch. Hier gehen wir dann auf Durchsuchen. Und gehen in den Ordner, wo wir diese Defrag-Datei abgelegt haben, also bei uns eigene Dateien. So, und jetzt können wir heraussuchen, wie oft die ausgeführt werden soll. Kann sich jeder raussuchen, wie er will. Ich würde es mal auf täglich stellen. Ich sage auch gleich warum. So, da brauchen wir erstmal nichts mehr eingeben. Und hier, das werde ich erweiterte Eigenschaften für diesen Task beim Klick auf Fertigstellen öffnen. So. Das sollte bei euch nicht kommen, ist jetzt wahrscheinlich nur bei meinem System ein Problem. Gut, und hier kommen jetzt die spannenden Sachen. Einmal hier habt ihr einen Zeitplan, dann geht auf Erweitert und könnt hier ein paar Sachen einstellen. Aber wahrscheinlich, weil ihr es ja die ganze Zeit durchlaufen lassen wollt, interessiert es euch nicht sehr. Dann geht ihr auf Einstellungen. Und das eigentlich Interessante findet ihr dann hier im Reiter Einstellungen, und zwar Leerlaufzeit. Also ihr könnt bestimmen, dass dieser Task nur ausgeführt wird, wenn euer Computer eine bestimmte Zeit im Leerlauf war. Ich würde hier mal 5 Minuten angeben. Und falls der Computer eben nicht so lange im Leerlauf ist, erneut versuchen. Da würde ich dann eine ganz lange Zeit eingeben, also maximal geht 9,9. Und eben das Task beenden, wenn der Computer nicht mehr im Leerlauf ist. So, und das ist jetzt halt eben eingestellt, dass er das jeden wieder aufs Neue versucht. Und ja, dann, je nachdem, wenn er halt irgendwann mal vom PC weggeht, der steht da, dann fängt eben Windows an zu defragmentieren. Ihr könnt es hier halt auch rausnehmen, diesen Haken, dann fängt er halt um die bestimmte Uhrzeit an zu defragmentieren. Ja, da unten sind noch so ein paar Optionen, halt mit Akkubetrieb, müsst ihr selber wissen, ja, wie ihr das einstellen wollt. Wenn ich jetzt auf OK gehe, muss ich hier halt noch meine Kontodaten eingeben, ausführen als Administrator. Gut, da muss ich jetzt Passwort eingeben, mache ich jetzt aber immer nicht. Ihr wisst ja euer Passwort hoffentlich. Und damit ist es hier bei den Tasks festgelegt und da kann ich dann auch die Optionen ändern. In Windows 7 geht das auch, das zeige ich dann aber in einem anderen Video.